Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir euch wieder ein Fahrzeug vor aus 2010 mit knapp 200.000 Kilometern und wir werden das Fahrzeug hier gemeinsam prüfen. Der Kunde möchte das Fahrzeug länger behalten, deswegen ist er hier, dass wir die einzelnen Sachen einmal durchchecken, ob sich das Behalten überhaupt lohnt, ne, oder ob man sehr, sehr viel Geld in so ein Fahrzeug investieren möchte. Denn solche Fragen stellen sich sehr, sehr viele. Entweder man hat so ein Fahrzeug und will das noch ein paar Jahre fahren, bis klar ist, was mit der ganzen Elektromobilität passiert. Oder man kauft sich gerade so ein Fahrzeug und will natürlich sich keinen Groschengrab kaufen. Wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen wie der Kunde, dann können wir das Gleiche, was wir euch heute gleich zeigen, auch aus der Ferne machen. Dabei braucht ihr einfach nur einen Laptop mit Internet und Windows. Wir schicken euch so ein Kabel zu und wir können von hier aus das Fahrzeug komplett prüfen. Alles, was wir hier machen können, können wir auch aus der Ferne prüfen. Wir prüfen die ganzen Komponenten des Motors, des Getriebes. Wir können natürlich auch Updates durchführen, Kodierungen, gebrauchte Steuergitter anpassen und, und. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt hier nach Hamburg kommen, dass ihr wisst, was Sache ist. Und die einzelnen Sachen, die wir prüfen, schicken wir euch per WhatsApp einmal zu und mit einem Bild, mit einer Sprachnachricht, was das bedeutet, dass ihr wisst, was Sache ist. Und dann könnt ihr, wenn ihr ein Problem habt, jemanden finden, der das Problem halt löst. Oder wenn ihr gerade ein Fahrzeug kauft, dann habt ihr eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Bei so einem Fahrzeug muss man natürlich schauen, was ist Sache. Wir haben hier ein Fahrzeug aus 2010 und wir werden jetzt die einzelnen Komponenten prüfen. Wir fangen als erstes einmal mit dem Motor an. Das heißt, wir starten als erstes mit dem Thema Injektoren. Wir gucken, in welchem Zustand sind die Injektoren. Ein Injektor kostet sehr, sehr viel Geld. Ein überholter Injektor ist natürlich nicht vom Zustand her so gut wie ein neuer. Warum ist das so? Es ist genau wie zum Beispiel bei vielen Sachen. Wenn die repariert sind, dann sind die nicht mehr so, wie sie neu waren. Das heißt, es ist immer besser, wenn man einen Injektor oder andere Komponenten einfach im vernünftigen Zustand behält. Und anhand der Werte des Injektoren kann man sehen, wie ist der Injektor. Man kann meistens immer noch sehr, sehr viel machen, bevor die kaputt sind. In dem Fall zum Beispiel sieht man, der Vorbesitzer hat einen vernünftigen Kraftstoff getankt. Das heißt, wir haben sehr gute Injektorwerte, obwohl wir eine Laufleistung von knapp 200.000 haben. Also wirklich sehr, sehr gut. Hätten wir hohe Werte, gibt es verschiedene Maßnahmen, was man machen kann, damit die Injektoren einfach länger leben. Wenn die Werte der Injektoren so sind wie die hier, dann kann man auch davon ausgehen, dass auch die Hochdruckpumpe entsprechend auch in Ordnung ist. Als nächstes prüfen wir einmal den Partikelfilter. Der Partikelfilter sitzt hinter dem Turbolader und das Problem ist, dass der Partikelfilter bei einem modernen Fahrzeug wie dem hier, der ist geregelt. Das heißt zum Beispiel bei den älteren Fahrzeugen, wo ein Partikelfilter nachgerüstet wurde, der war ungeregelt. Das heißt, der hat nicht, man wusste nicht, wann er regeneriert, sondern der hat einfach periodisch regeneriert. Sagen wir mal alle 1000 Kilometer zum Beispiel. Ob das notwendig war oder nicht. So, bei den neuen Fahrzeugen haben wir immer Sensoren. Das heißt, die sollen gucken, ist eine Regeneration notwendig, ist eine nicht notwendig, weil eine Regeneration ist immer blöd, weil bei einer Regeneration wird mehr Kraftstoff eingespritzt, der gesamte Kraftstoff, der landet nicht immer nur im Partikelfilter, sondern landet auch teilweise im Öl, das Öl wird verdünnt und so weiter und so fort. Deswegen ist es natürlich besser, wenn man den Partikelfilter nicht zu häufig regeneriert. Aber das Problem des Ganzen ist einfach, dass die Sensoren einfach kaputt... Verzeihen. Das Problem des Ganzen ist, dass so ein Sensor vom Partikelfilter natürlich auch kaputt gehen kann. Das heißt, der Sensor, der ist ja nicht... ja, unkaputtbar. Der misst den Abgasgegendruck und den prüfen wir gerade hier. Und irgendwann ist zum Beispiel so ein Sensor nach 12 Jahren verkokt. Und verkokt, dadurch kann er die Werte nicht richtig messen. Und wir sehen hier zum Beispiel, wir messen die Werte einmal im Leerlauf und wir messen die Werte bei 2000 Umdrehungen. Und ihr seht, die Drehzeit erhöht sich zum Beispiel. Das Fahrzeug ist hier, wir hören, wie das Auto klingt. Das heißt, wir können schon sehen, ob diese Werte halt realistisch sind oder halt nicht. Aber so ein Sensor kann auch kaputt gehen. Ich würde immer empfehlen, wenn so ein Auto 10 Jahre alt ist, ihr ein Auto gekauft habt oder halt behalten wollt, ne, tauscht den Sensor. Der kostet 30 Euro, aber der kann sehr, sehr viel Schaden verursachen. Hier sieht man zum Beispiel die Abgasgegendruckwerte, zum Beispiel bei 2000 Umdrehungen, wir haben Maximalwerte, wir haben Istwerte und daran kann man halt sehen, was Sache ist. Wir können auch zum Beispiel sehen, wann der Partikelfilter
das letzte Mal regeneriert hat. Dadurch kann man natürlich auch sehen, ob diese Werte überhaupt realistisch sind. Bei manchen Fahrzeugen hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich die Rußmasse anzeigen zu lassen, zusätzlich zu der ganzen Thematik, wann er regeneriert hat. Und dann weiß man, was zum Beispiel Sache ist. Das können wir einmal ganz genau einmal gucken, ob wir hier sehen, letzte Regeneration, so, oder ob der will. Vor 350 Kilometern hat das Fahrzeug regeneriert. Das heißt, diese Werte, die wir hier zum Beispiel sehen, sind auch realistisch. Was wir hier auch leider sehen bei dem Fahrzeug, wir haben eine Software aus 2009. Das heißt, das Fahrzeug ist auf den Markt gekommen und seitdem es auf dem Markt ist, wurde es noch nie geupdatet. Deswegen zum Beispiel die Motorsoftware ist eine der allerersten, die es je gab. Das heißt, die ist voller Fehler. Die Hersteller publizieren neue Updates, damit natürlich diese ganzen Fehler und Prozesse, die Fehler entfernt werden und die Prozesse perfektioniert werden. Das ist halt leider hier nicht der Fall. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, ist es immer sinnvoll, ein Update zu machen. Bei BMW ist das mit dem Update so ein bisschen problematisch, weil wenn BMW ein Update macht, dann updaten das gesamte Fahrzeug. Und bei so einem Fahrzeug, was 12 Jahre alt ist, hat man leider die Gefahr, dass die 20 Steuergitter, die das Auto hat, bei dem Update kaputt gehen können. Und BMW haftet nicht für diese Steuergitter. Wir können die Steuergitter einzeln updaten und wenn wir so ein Update durchführen, also von den jeweiligen Steuergittern, dann haften wir auch für das Steuergitter. Das heißt, ihr habt kein Risiko. Geht das Steuergitter bei uns kaputt, dann besorgen wir euch ein gebrauchtes, passen das an. Weil ein neues Steuergitter kostet irgendwie um die 1300 Euro. Das ist immer so ein bisschen die Problematik bei diesen Steuergeräten. Das ist ein relativ moderner Motor. Das heißt, obwohl das Fahrzeug jetzt 12 Jahre alt ist, kann man sehr, sehr viel prüfen. Auch bei den Benzinern kann man auch sehr viel prüfen. Das heißt, viele Komponenten kosten sehr, sehr viel Geld. Und bevor man ja, das irgendwann bezahlen muss, prüft man das alles. Als nächstes prüfen wir einmal die Dreiklappen. Wir haben eine Ansaugbrücke und in der Ansaugbrücke haben wir die Dreiklappen, die sorgen dafür, dass die Ansaugbrücke in einen Drall. So, und hier sieht man zum Beispiel, wir steuern die Ist-Werte an. Wir gucken, wie weit lassen sich die Dreiklappen aktivieren. Das ist sehr wichtig. Ich zeige euch einmal hier eine Ansaugbrücke, dass ihr das mal gesehen habt, wie sowas halt auch aussehen kann. Weil die Ansaugbrücke, die Dreiklappen, die verrußen. Und die verrußen natürlich durch Ruß. Hier kann man das sehen. Vielleicht kann ich es einmal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild erkennen kann. Hier vielleicht. Das heißt, dem Motor werden permanent Abgase zugeführt. Und diese Abgase sorgen halt dafür, dass die Dreiklappen irgendwann anfangen zu klemmen. Die Dreiklappen sind aber wichtig für eine erfolgreiche Regeneration des Partikelfilters. Bei den älteren Modellen, vielleicht erinnern sich einige von euch, sind die Dreiklappen in den Motor reingefallen und haben Motorschaden verursacht. Das wird bei dem Fall nicht der Fall sein, weil die werden elektronisch angesteuert. Und bevor das passiert, bekommen wir auf jeden Fall eine Fehlermeldung und die fallen auch nicht rein. Aber trotzdem muss man halt natürlich schauen, dass die Dreiklappen halt vernünftig funktionieren. Warum verkoken die überhaupt? Weil dem Motor wird permanent Abgase zugeführt. Diese Abgase lagern sich halt im Motor ab, wie zum Beispiel bei den Dreiklappen. Die lagern sich auch im AGR-Kühler ab und die lagern sich natürlich und die versotten den gesamten Motor. Das heißt, da auch, wo die Ventile sind. Als nächstes werden wir zum Beispiel prüfen, Versottung der Ansaugkanäle. Bei der Ansaugbrücke, wenn die zum Beispiel versottet ist oder die Dreiklappen klemmen, man tauscht sie aus. Ich glaube, die kostet bei BMW um die 1500 Euro ungefähr. Ne? Eine neue Ansaugbrücke plus Einbau und so weiter. Was wir jetzt prüfen, sind die Ansaugkanäle, da wo die Ventile sind. Das heißt, wir prüfen jetzt, wie viel Volumen, Luftvolumen haben wir noch übrig und wie viel Luftvolumen ist bereits durch die Versottung, durch die AGR bereits belegt. Das ist natürlich für uns keine schöne Sache, wenn das Volumen belegt ist, weil dann läuft das Auto zu fett. Denn das Auto ist natürlich nicht sehr schlau, der versteht nicht, dass ich auf einmal weniger Volumen habe und ich normalerweise mein Kraftstoffgemisch anpassen müsste an das kleinere Volumen, sondern der spritzt genauso viel Diesel ein wie vorher, aber wir haben auf einmal weniger Luft, was reinpasst in den Motor. Und das prüfen wir jetzt. Ihr hört ja, das wird alles angesteuert. Genau die gleichen Prüfungen machen wir auch aus der Ferne. Und auch mit den gleichen Ergebnissen und auch mit der gleichen Sprachnachricht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zu Hause sitzt mit dem Kabel, was wir euch zugeschickt haben, dann geht die Drehzahl hoch, runter und so weiter. Das ist eigentlich eine coole Sache. So, auf jeden Fall, hier sieht man das Ergebnis. Das ist die Versottung der Ansaugkanäle. Hier sieht man zum Beispiel minus 30 und 30 sind die Maximalwerte. Wir haben einen Wert von ungefähr 10. Das heißt,
Knapp 30% des Luftvolumens ist bereits belegt durch Ruß. Okay, das Fahrzeug ist 12 Jahre alt. Was würde man in dem Fall machen? In dem Fall würde man eine Valnuschalenreinigung machen. Hört sich an sich relativ einfach an. Wir haben auch das gleiche Gerät wie die Niederlassungen benutzen. Gibt es ein standardisiertes Gerät. Das Problem ist, um zum Beispiel so ein Fahrzeug zu reinigen, mit Ansaugbrücken, Austausch, liegt beim Preis ungefähr bei 3.500 Euro. Dass man ungefähr erstmal eine Hausnummer hat, wie teuer sowas halt ist. Ne? Zweite Problematik, es gibt Firmen, die bieten eine Valnuschalenreinigung günstiger an zum Beispiel. Ist ja auch alles super. Man muss nur verstehen zum Beispiel, wenn man diese Ventile vernünftig reinigen will, das ist eine scheiß Arbeit. Ein Ventil ist rund, du hast eine Art Stab, wo das Walnussgranulat rauskommt und du musst mit dem Stab einmal hier rum und einmal darum. Ne? Die Ventile musst du halt verändern. Das heißt, wenn du das vernünftig machen willst, ist das halt, dauert das ewig. Ne? Deswegen muss man immer halt rechnen, ca. 4 bis 5 Stunden, und nur um diese Walnussschalenreinigung zu machen. Ne? Und so viel Mühe macht sich normalerweise keiner. Nur einfach zum Verständnis. Natürlich kann man zum Glück, wenn man das gemacht hat, das hier prüfen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so ein Problem habt und das gereinigt habt, dann könnte man im Nachhinein prüfen, haben die das vernünftig gemacht oder halt nicht. Ne? So. Was interessant ist zum Beispiel als nächstes, wir können sehen, wie unterscheidet sich die berechnete und die gemessene Luftmasse voneinander. Das, was ich gesagt habe. Ne? Das heißt, wie hoch ist die Differenz von dem Druckverlust oder beziehungsweise Luftverlust, Volumenverlust in dem Motor. Ne? Aus diesen ganzen Daten kann man dann schlussfolgern, wie ist der Zustand und was macht halt Sinn. Und wenn ihr so ein Auto kauft, dann bekommt ihr auch bei einer Sprachnachricht zugesagt, womit ihr ungefähr planen könnt, um das Problem oder das Problem oder das Problem zu lösen. Und man sieht das ja auch, es ist alles idiotensicher und dann kann man das auch dem Verkäufer auch entsprechend so ein bisschen zeigen und mit ihm auch halt reden. Dass der halt auch versteht, ihr erzählt ihm da auch keinen Quatsch, sondern das hat alles seine Daseinsberechtigung. Eine sehr, sehr wichtige und auch teure Sache, die oft kaputt geht, ist der AGR-Bypass oder AGR-Kühler. Wir haben hier einen AGR-Kühler. Hier haben wir die AGR selber. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die AGR aktiv ist, sind die Abgase ja heiß, weil die wurden ja schon verarbeitet und die laufen durch den Kühler. Hier werden die abgekühlt, hier läuft sozusagen das Kühlwasser, alles relativ unproblematisch. Das Problem ist natürlich, dieser Kühler, der ist endlich, irgendwann geht der kaputt, weil der ist ja erstmal kalt, dann ist er warm, dann ist er kalt, dann ist er warm und dieses Grippe geht irgendwann kaputt. Das heißt, dann habt ihr das Problem, dass heiße Abgase treffen auf Kühlmittel und dann gibt es das Problem, dass das Auto anfängt zu brennen. Deswegen gab es einige Rückrufaktionen bei diesen Fahrzeugen. Ne? So, kennen vielleicht einige. Problem ist aber, wir haben, bis der Motor warm ist, haben wir ein AGR-Bypass-Ventil. Das heißt, bis der Motor noch nicht warm wird, wird dem Motor permanent Abgase zugeführt, damit der Motor schneller warm wird. Hier in Deutschland dauert das in der Regel ein paar Minuten, dann ist das Thema abgehakt. Problem des Ganzen sieht man hier, das werden wir auch gleich prüfen, das nennt sich AGR-Bypass-Ventil. Dieses Ventil hier, ihr seht, ich bewege das, dieses Ventil wird über Unterdruck angesteuert. Wir haben hier einen Unterdruckschlauch und irgendwie ein Ventil am Ende. Wenn natürlich dieses Ruß, was wir hier zum Beispiel gesehen haben, ne, wir haben hier zum Beispiel diesen ganzen Ruß, dieses Ruß haben wir natürlich noch extrem verstärkt in dem Bereich, wo diese Klappe arbeitet. Ne? Und diese Klappe, die mit sehr, sehr viel Ruß zu kämpfen hat, wird nur über so ein Pups-Unterdruck sozusagen Ventil angesteuert. Irgendwann schafft es nicht mehr, haben wir nicht genug Unterdruckkraft, um dieses Ventil zu steuern. Und dann ist halt richtig scheiße, weil das Problem ist, wenn dieses Ventil zum Beispiel an der falschen Position offen ist, dann haben wir das Problem, dass wir Abgase bekommen, wo wir normalerweise keine Abgase bekommen sollten. Und das alles verfälscht auch viele Werte. Deswegen prüfen wir dieses AGR-Bypass-Ventil, ob das halt richtig arbeitet. So. Bei manchen Fahrzeugen ist es so, dass er dieses Ventil zum Beispiel über eine Art Grafik uns zeigt von Temperaturen. Bei manchen Fahrzeugen ist es so, dass er das halt auch ansteuert, dass man sieht, ob sich das bewegt. Das heißt, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt, muss man immer halt differenzieren. In dem Fall müsste ich jetzt einmal rausgehen und gucken, ob dieses AGR-Bypass-Ventil auf und zu geht. Ne? So, das können wir uns jetzt im Endeffekt sparen. Aber wenn jetzt zum Beispiel dieses Teil nicht richtig funktioniert, dann sind auch die Werte, die wir zum Beispiel sehen vom Partikelfilter, auch nicht realistisch. Weil wir haben dann einfach einen ganz anderen
Abgasgegendruck in dem Motor, wenn diese Klappe nicht zu ist, wann sie zu sein sollte. Deswegen muss man halt diese ganzen Werte nicht einfach nur lesen, sondern auch ein paar Sachen halt mitdenken, damit das alles halt passt. Ne? Das Fahrzeug hat natürlich ein Automatikgetriebe und natürlich auch ein Verteilergetriebe. Bei dem Verteilergetriebe ist das ein relativ einfaches Konzept. Beim Verteilergetriebe nur kurz angerissen, dass man halt versteht. Das Verteilergetriebe funktioniert so: Wir haben Kupplungslamellen. Diese Kupplungslamellen werden zusammengedrückt und das Auto fährt nach vorne. Das Zusammendrücken übernimmt ein Stellmotor, das ist dieser hier. Ne? Das heißt, durch dieses Ding wird das, er drückt das zusammen und drückt das wieder auseinander zum Beispiel. Ne? So, an sich relativ einfaches Prinzip. Das Problem ist, dieser Stellmotor ist halt blöd, das heißt, er versteht nicht, dass diese Lamellendicke über die Jahre sich verändert hat. Das heißt, die ist nicht mehr genauso wie früher. Das heißt, wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel ein Verteilergetriebe hat, dann sollte man das Verteilergetriebe alle bis 60.000 bis 80.000 spätestens spülen. Spülen heißt, die meisten Verteilergetriebe haben keine Ablassschraube mehr, sondern eine Ablass- und Befüllschraube. Altes Öl absaugen, neues befüllen und das mehrmals machen, bis das Öl halt sauber ist. Und dann Adaption. Das zum Thema Verteilergetriebe. Automatikgetriebe ist eine ganz andere Hausnummer. Da komme ich gleich dazu. Das heißt, das Auto hat natürlich ein Automatikgetriebe und das Automatikgetriebe sollte man halt prüfen, denn das kann halt sehr, sehr teuer werden. Deswegen, wir werden jetzt gemeinsam das Automatikgetriebe besprechen, welche Maßnahmen, Probleme es da gibt, damit man einfach ja, nicht dazu kommt, dass es kaputt geht. Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und dafür haben wir hier einen 13 Jahre alten BMW mit 200.000 gelaufen. Wir werden in dem Video darauf eingehen, warum bei diesem Fahrzeug eine Getriebespülung leider die falsche Maßnahme war und warum so ein Getriebe nach einer Getriebespülung sehr, sehr viel schlechter schalten kann. Wichtig ist zu verstehen, dass wir darauf hinaus wollen, dass ein Getriebe möglichst lange hält. Denn eine Getriebereparatur ist nicht die richtige Lösung. Denn wenn ein Getriebe instand gesetzt wird, wird nicht alles getauscht, sondern es werden nur bestimmte Bauteile getauscht. Und ein instand gesetztes Getriebe fährt niemals so gut wie ein Getriebe, was neu gewesen ist und erhalten wurde. Genau vergleichbar mit einem normalen Zahn ist niemals so gut wie zum Beispiel eine Krone. Das heißt, eine Krone ist immer schlechter. Genauso auch in dem Fall. In dem Video gehen wir gleich auf die einzelnen Sachen ein, wie man ein Getriebe möglichst lange hält, welche Maßnahmen es gibt, um ein Getriebe möglichst lange zu behalten und wie man überhaupt herausfinden kann, was ist die richtige Maßnahme für mein Fahrzeug. Und zwar, bei einem BMW oder auch anderen Herstellern haben wir Adaptionswerte. Anhand der Adaptionswerte können wir den Zustand des Automatikgetriebes angucken. Einmal kurz aufs Getriebe eingehend. Das Getriebe, egal ob ihr ein 6-Gang-Getriebe habt, ein 8-Gang, was auch immer, das Prinzip ist sehr ähnlich. Wir haben einmal die Mechatronik, die sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Wir haben das Getriebegehäuse. In dem Getriebegehäuse haben wir die Lamellenpakete, die sind hier. Die sehen so aus, davon haben wir sehr, sehr viele. Normalerweise 6 Pakete sind hier aufgebaut. Dann haben wir bei der Mechatronik ein Steuergerät, was sozusagen den Schaltvorgang ermöglicht. Das Ganze funktioniert über Öldruck. Das heißt, wir haben eine separate Ölpumpe im Getriebe, die baut einen Druck auf und der Druck wird durch die Mechatronik geleitet und die Gänge werden geschaltet. Sehr einfaches Prinzip. Das Problem dieses Prinzips ist, dass der Druck immer stabil sein muss. Das heißt, wir haben bestimmte Dichtungen, die leider aus Gummi sind, die sind nicht unzerstörbar, die sind nicht aus Teflon, sondern die sind aus Gummi. Und wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel 13 Jahre alt ist, ist natürlich klar, dass diese ganzen Gummidichtungen nicht für immer halten können. Irgendwann gehen die halt kaputt. Und dann haben wir einen Druckverlust. Den Druckverlust können wir über die Adaptionswerte halt sehen. Das heißt, wir können sehen, wie viel Druckverlust haben wir. Denn das Getriebe adaptiert den Druck, adaptiert. Das heißt, aber irgendwann kann es nicht mehr adaptieren und Getriebe geht kaputt. Das Problem ist, je mehr das Getriebe adaptiert, auch wenn es perfekt schaltet, habt ihr trotzdem permanent einen Verschleiß. Warum? Der Druckverlust im Getriebe sorgt für den Getriebeschaden. Warum ist das so? Wenn ihr zum Beispiel einen Schalter habt oder Schalter gefahren seid, dann kennt ihr das. Wenn ihr noch nicht gewöhnt seid, die Kupplung richtig kommen zu lassen, richtig zu kuppeln, dann
verschleißt die Kupplung schneller. Genau das gleiche Prinzip haben wir hier. Wenn zum Beispiel wir einen Druckverlust haben, dann haben wir das Problem, dass wir nicht richtig kuppeln können. In der Zwischenzeit, wo das Getriebe den Gang einlegen möchte, haben wir noch nicht genug Druck aufgebaut und in der Zeit schleifen die Lamellen aneinander und verschleißen und sorgen für einen Getriebeschaden. Und wie gesagt, Getriebeschaden, wenn man ein Getriebe vernünftig reparieren will, muss man die Mechatronik austauschen, die kostet 2.500 €. Man muss den Wandler tauschen, der kostet ungefähr 1,5. Man muss das Ganze instand setzen. Das heißt, eine Getriebe instand setzen, wenn man die vernünftig machen will, kostet um die 5.000 bis 6.000 €. Ein neues Getriebe, zum Beispiel vom Getriebehersteller selber, kostet um die 8. Ein neues Getriebe vom Fahrzeughersteller, also BMW, die verdienen sich auch mit was dabei, kostet um die 13.000. Deswegen nur man muss verstehen, wenn man auch 5, 6 für eine Instandsetzung bezahlt für ein Automatikgetriebe, wird das Ding niemals so schalten wie ein neues Getriebe. Wir setzen die im Stand hier vor Ort, aber man muss einfach verstehen, es wird hin und wieder mal rucken, es wird niemals so sein, wie es sein sollte. Deswegen lieber sollte man dafür sorgen, dass euer Getriebe möglichst lange hält. Zu den einzelnen Druckverlustmöglichkeiten. Also eine Möglichkeit, wo ich den Druckverlust haben kann, sind die Dichtungen, auf die bin ich ja schon eingegangen, die sitzen zwischen Mechatronik und Getriebe. Eine Getriebespülung bringt uns nichts, wenn wir einen Druckverlust haben. Dann können wir so viel spülen, wie wir wollen. Der Druckverlust wird dadurch nicht besser, sondern das Schaltverhalten wird oft schlechter. Wie zum Beispiel bei diesem Fall. Bei dem Fall zum Beispiel wurde das Getriebe gespült. Das heißt mit einem Gerät, mit einem externen Druck. Warum ist das schlecht? Weil, wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel 10 Jahre alt ist oder 150.000 gelaufen hat, dann haben wir natürlich einfach Verschleiß bei den Gummikomponenten. Und man hat zum Beispiel Gummikomponenten hier, die werden über einen externen Druck und Chemie zum Beispiel beschädigt. Ne? So, das ist halt der große Nachteil bei einer externen Spülung mit Chemie und externen Druck. Und wir haben zum Beispiel hier die Mechatronik. Ich kann euch die einmal ganz kurz zeigen. Das heißt, die Mechatronik sitzt im Getriebe. Zwischen Mechatronik und Getriebe haben wir Gummidichtung, haben wir eben gesehen. Durch diese Gummidichtung läuft das ganze Öl. Wenn wir zum Beispiel eine Spülung durchführen mit externem Druck, dann haben wir zwischen den beiden Mechatronik-Hälften, zwei Hälften, haben wir eine Dichtplatte. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit externem Druck spülen, dann und Chemie, dann wird diese Gummioberfläche, die die einzelnen Bereiche abdichtet, angegriffen und beschädigt. Plus wir haben das Problem, dass wir in der Mechatronik selber, in den ganzen Kanälen, haben wir Lamellenabrieb. Warum haben wir den da überhaupt? Weil die Kupplungslamellen, die sind nicht magnetisch. Diese Beschichtung, die ist nicht magnetisch. Wenn die zum Beispiel aneinander arbeiten, dann das hier ist Metall, das verschleißt und das wird bei den Magneten aufgefangen. Das hier wird aber nirgendwo aufgefangen. Haben wir jetzt zum Beispiel eine Spülung durchgeführt mit externem Druck, dann sind diese Bereiche, den Dreck, den Lamellenabrieb, kriegt man hier mit einer Spülung nicht raus. Ihr könnt Tag und Nacht spülen, keine Chance. Die einzige Möglichkeit, wie man den Dreck rausbekommt, ist, Mechatronik zerlegen, alles komplett per Hand reinigen, dann ist das halt sauber. Aber bei einer Spülung, dann geht zum Beispiel der Lamellenabrieb von dem Bereich in den anderen Bereich und auf einmal schaltet das Getriebe komplett anders. Und deswegen liest man auch viel im Internet, dass Menschen eine Getriebespülung halt durchgeführt haben, um die 1.000 € bezahlt haben und danach bereuen sie das, weil sie denken, scheiße, ich habe jetzt 1.000 € bezahlt, das Getriebe schaltet schlechter als vorher, bei manchen schaltet es gar nicht mehr. Deswegen muss man einfach schauen, dass man die richtige Maßnahme trifft. Wir haben leider auch Kunden, die woanders eine Getriebespülung gemacht haben, wo normalerweise man hätte was anderes machen müssen und die haben viel Geld einfach zum Fenster rausgeworfen. Und damit euch das nicht passiert, kann man das aus der Ferne prüfen und weiß man, was mit dem Fahrzeug los ist und was ist die richtige Maßnahme. Also, eine mögliche Art des Druckverlustes sind zum Beispiel die Dichtungen. Eine andere Art des Druckverlustes ist zum Beispiel die Dichtplatte, die kann beschädigt sein. Eine dritte Art des Druckverlustes ist die Mechatronik selber. Zum Beispiel entweder die ist voll von Lamellenabrieb und das sorgt dafür, dass wir hier Schaltprobleme haben, oder es kann sein, dass wir bereits hier einen metallischen Verschleiß haben. Aber woher weiß ich das, ob ich hier metallischen Verschleiß habe? Metallischer Verschleiß sieht so aus. Komm mal hierher, dann kannst du das sehen. Hier sieht man einen Kolben. Ihr seht, der Kolben, der hat metallischen Verschleiß. Der Kolben, der sitzt im Gehäuse. Das heißt, das ist der Kolben von dem Bereich hier. Und der Kolben bewegt sich permanent hin und her.
haben wir schlechtes Öl, schlechte Schmierwirkung, haben wir Lamellenabrieb hier drin, dann verschleißt so einen Kolben und wir haben hier den Druckverlust, einen metallischen Druckverlust, gleichbedeutend mit dem Druckverlust, wenn die Gummidichtungen kaputt sind oder gleichbedeutend, wenn hier irgendwie eine Beschädigung ist zum Beispiel, dann haben wir den Druckverlust hier. Und das ist dadurch, dass wir einfach eine Kompression, nicht mehr die richtige Kompression haben, wie beim Motor. Tauscht ihr beim Motor das Motoröl alle 100.000, dann sind irgendwann die Kolbenringe Feierabend. Genau das gleiche Problem haben wir hier. Wir können bei manchen Getrieben diese Mechatronik instand setzen. Wenn man die instand setzen kann, Glück für euch. Wenn man die nicht instand setzen kann, dann kostet allein die Mechatronik 2.500 €. Wenn man die nicht tauscht oder instand setzen kann, dann geht das Getriebe kaputt. Das ist halt das Problem, was halt ein Kreislauf ist. Wenn man die Sachen zu spät macht oder die falschen Sachen macht, dann wird es irgendwann halt teuer. Und wir werden gleich gemeinsam prüfen oder euch zeigen, wie man diese Mechatronik auf Kompression prüft und auch wie man die repariert, wie man den Stand setzt, wie man den Getriebeschaden vermeidet. Denn das ist, was wir wollen. Wir wollen den Getriebeschaden vermeiden. Wir wollen den Druckverlust wiederherstellen. Entweder durch den Austausch der Gummidichtungen. Das ist sozusagen die erste Barriere, was am schnellsten kaputt geht oder am häufigsten kaputt ist. Oder die Dichtplatte. Oder eine Prüfung der Kompression der Mechatronik und eine Instandsetzung. Weil etwas bringt uns relativ wenig, wenn wir die Dichtung getauscht haben, die Dichtplatte getauscht haben und dann war der Druckverlust in der Mechatronik. Hätten wir uns auch alle sparen können. Deswegen muss man einfach schauen, dass man die richtige Maßnahme trifft. Eine häufige Problematik bei den BMW oder auch Mercedes Automatikgetrieben ist, dass das Getriebesteuergerät kaputt geht. Hier haben wir einen Sensor, hier haben wir zwei Sensoren. Dieses Steuergerät schwimmt permanent im Öl und wenn wir natürlich einen hohen Wasseranteil haben, dann haben wir hier einfach eine Korrosion. Wenn wir zum Beispiel eine zu hohe Temperatur im Getriebe haben, dann ist dieses ganze Plastik dafür nicht geeignet, weil wir haben kalte Temperaturen, hohe Temperaturen, kalte Temperaturen, es bilden sich Mikrorisse und die ganzen Sensoren oder Ventile gehen kaputt. Kann man alles vermeiden, wenn man die richtigen Maßnahmen rechtzeitig macht. Es kann auch zum Beispiel passieren, dass wir einen metallischen Druckverlust haben. Das heißt, in der Mechatronik selber haben wir solche Kolben, die bewegen sich permanent und die werden durch diese Ventile hier aktiviert. Und wenn wir zum Beispiel schmutziges Öl haben mit sehr viel Lamellenabrieb oder qualitativ minderwertiges Öl, was halt sehr lange im Getriebe ist, dann können wir das Problem haben, dass diese Kolben verschleißen. Hier kann man das relativ gut sehen. Hier sieht man, die sind verschlissen. Das heißt, hier sieht man, wir haben Riefen. So, und dann haben wir nicht mehr die richtige Kompression und dann haben wir den Druckverlust zwischen dem Kolben und der Mechatronik. Das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. In dem Video werden wir auch so eine Mechatronik instand setzen. Das heißt, wir werden eine Reparatur machen. Aber hier sieht man zum Beispiel den Verschleiß. Das heißt, den Verschleiß so einer Mechatronik. Das heißt, wir sollten normalerweise Werte haben von ungefähr 18. Ihr werdet zum Beispiel sehen, der Bereich hier, der rote, der hat einen Wert von ungefähr 10. So, ihr seht, wir haben knapp 10. So. Ein vernünftiger Bereich sieht zum Beispiel so aus. Ihr seht, wir haben hier knapp 30. Hier haben wir zum Beispiel keinen Druckverlust. Und wenn hier zum Beispiel dieser metallische Druckverlust existiert, dann muss man den beheben. Dann bringt das nichts zu spülen, dann bringt das nichts, die Dichtungen zu tauschen oder die Dichtplatte. Dann muss man die Mechatronik entweder austauschen oder halt instand setzen. Das werden wir in dem Video halt auch machen. Des Weiteren haben wir auch hier zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch Filter. Und diese Filter, so wie hier, die verschmutzen und dann kann dadurch ein Problem entstehen, dass die Lamellenkupplungen ebenfalls nicht richtig zusammengedrückt werden, weil die Dinger zum Beispiel verstopft sind. Das Problem ist, dass die Getriebehersteller natürlich auch ins Getriebe oder auch in die Mechatronik Sollbruchstellen einbauen. Das heißt, bestimmte Komponenten, die früher oder später kaputt gehen müssen. Es gibt mittlerweile verschiedene Hersteller, die Komponenten anbieten, um das Getriebe oder die Mechatronik zu verstärken. Hier sieht man zum Beispiel originale Teile. Das ist zum Beispiel ein Kolben. So sieht er neu aus und so sieht er aus, wenn er zum Beispiel nach einer bestimmten Laufleistung. Es gibt die Möglichkeit, so einen Kolben einzubauen mit einer Metallfeder, damit sowas nicht mehr passiert. Denn das sorgt zum Beispiel für Schallstöße. Genauso gibt es auch hier Komponenten. Zum Beispiel hier kann man die sehen.
Ihr seht, dass es links ist das Originale und rechts ist das Zubehörsystem, was verstärkt ist. Und hier bei dem Originalen sieht man, wir haben schon Verschleiß und dadurch haben wir nicht mehr die Dichtigkeit, die wir haben sollen. Hier werden wir das Problem nicht haben. Und für solche Komponenten gibt es halt sehr, sehr viele. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Getriebe zu warten, in Stand zu setzen, sondern wir können das auch verstärken, damit das möglichst lange hält. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier in Stand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt. Dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort in Stand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander.